Und damit hallo, hallo und herzlich willkommen hier zurück bei The Witness. Ja, oh, ich merke schon, ich habe die Steuerung vielleicht ein wenig zu langsam eingestellt. Ja, so ist besser. In der letzten Folge haben wir ja schon die Credits gefunden und haben uns dann ausgiebig mit diesen Raum und dem Video dann beschäftigt und sind dann aus dem Spiel geflogen. Jetzt sind wir aber wieder hier und können uns mit diesem Panel hier beschäftigen. Wir haben schon ein Tor geöffnet, damit wir hier den Zugang bekommen. Nummer 2 und Nummer 3 fehlen noch. Dafür folgen wir einmal den Schläuchen bzw. den Kabeln. Und gehen. Oh, das ist immer noch so langsam. Moment, mein Auge muss den Weg erkennen. Bin ich hier richtig? Warte. Jetzt dieser Moment, wenn man mit dem Finger über dem Bildschirm den. Da bin ich falsch. Den Weg lang zeichnet. So und so und so und ja, die Maus. Maus-Sense ist immer noch. Alter, bloody screen. So real. So, das war Nummer DOS. Und Nummer DRES. Oh, chic. Wird jetzt einmal hier befeuert. Zwar haben wir hier, so wie es aussieht, jetzt zwei Ausgangspunkte. Einmal. Aber ich habe auch nur einen. Komme ich da überhaupt hin? Ja, hier, da. So. Zwar haben wir einmal hier den Weg, aber ich glaube nicht, dass das jetzt der richtige war. Nein, immer noch zu. Da kommen wir gleich noch zu. So, dann halt nochmal den selben Weg, aber dafür hier unten hin. So. Denn jetzt haben wir das Panel da geöffnet. Easy peasy. Und da ich diese Folge schon einmal aufgenommen habe, da aber die Videodatei leider kaputt war und ich daraufhin dieses Spiel erneut angefangen habe, weiß ich bereits, dass wenn ich den Schlauch da bepowere, dass wir dann eine weitere Tür öffnen. Und zu einem Ort gelangen, wo wir gleich jetzt hingehen. Denn hier können wir noch auf die Mauer. Und da haben wir noch eine Tonaufnahme. I am standing on the threshold above. Halt! Wieso wurde das nicht übernommen? Unter und über. Ja. So, Untertitel an. To enter a Weiter. room. It is a complicated business. In the first place, I must shove against an atmosphere pressing with a force of 14 pounds on every square inch of my body. I must make sure of landing on a plank, traveling at 20 miles a second around the sun, a fraction of a second too early or too late, the plank would be miles away. I must do this whilst hanging from a round planet head outward into space and with a wind of ether blowing at no one knows how many miles a second through every interstice of my body. The plank has no solidity of substance. To step on it is like stepping on a swarm of flies.
Shall I not slip through? No. If I make the venture, one of the flies hits me and gives me a boost up again. I fall again and am knocked upwards by another fly, and so on. I may hope that the net result will be that I remain about steady, but if, unfortunately, I should slip through the floor or be boosted too violently up to the ceiling, the occurrence would be not a violation of the laws of nature, but a rare coincidence. These are some of the minor difficulties. I ought really to look at the problem four-dimensionally as concerning the intersection of my world line with that of the plank. Then again, it is necessary to determine in which direction the entropy of the world is increasing in order to make sure that my passage of the threshold is an entrance, not an exit. Verily, it is easier for a camel to pass through the eye of a needle than for a scientific man to pass through a door. And whether the door be barn door or church door, it might be wiser that he should consent to be an ordinary man and walk in, rather than wait till all the difficulties involved in a really scientific ingress are resolved. Arthur Eddington, 1927. Was? Was ist mit denen denn verkehrt? Alles klar. So. Das hat mein Gehirn mal wieder komplett schachmatt gesetzt. Aber wir beschäftigen uns jetzt erstmal mit diesem Schleichweg hier. Meine Güte. Das, was manche Leute raushauen, das ist erstaunlich, muss ich sagen. GG an der Stelle. Guck natürlich immer mal wieder. Moment, ich muss mal. Hallo? Hi. Ja, hi. Ja. So. Einmal das Mikrofon richten. Was ich sagen wollte, ich guck mich hier ab und zu immer mal wieder genauer um, damit ich halt irgendwelche Tonaufnahmen oder sonstiges finden kann, die sonst meinen Augen verborgen bleiben würden. Das funktioniert nicht. Egal. Wir gucken einmal hier rein. Dieses Rätsel ist theoretisch simpel. Einfach alle schwarzen Punkte miteinander verbinden, beziehungsweise auf dem Weg zum Ausgang mitnehmen. Hier haben wir noch einmal eine Tonaufnahme. Of all the communities available to us, there's not one I would want to devote myself to, except for the Society of True Searchers, which has very few living members at any time. Albert Einstein, 1924. Zitate von sehr klugen Menschen. Dieses Rätsel habe ich zwar schon einmal gelöst gehabt, ich weiß aber nicht, wie, warum und so. Wir haben ein Dreieck. Muss eventuell die Seite, zuerst habe ich gedacht, ja okay, drei Seiten von diesem Quadrat müssen mit der Linie bedeckt sein, quasi so. Ist aber nicht. Jetzt habe ich die Vermutung, dass eventuell da, wo die Spitze hin zeigt, sprich diese Seite, mit der Linie verbunden sein sollte. Ist aber nicht so. Andere Möglichkeit wäre jetzt nur noch, dass man, wenn das funktioniert, das funktioniert nicht. Das hatten wir schon mal. Okay,
Okay, da hatte ich da die falsche Taste gedrückt. Aber warum? Oder heißt es, dass drei Seiten frei bleiben müssen? Das kann natürlich auch sein. Bitte mal eure Vermutung in die Kommentare. Dankeschön. So, jetzt haben wir hier... die Problematik, dass hier Wege drin sind, die... mitgenommen werden, die unterbrechen und dadurch die Wege nicht ganz ersichtlich sind. Jetzt könnte man natürlich versuchen, hier einmal, aber dann passt es da wieder nicht. Das passt auch nicht. Sollte man eventuell zuerst hier entlang? Das macht auch keinen Sinn. Also ich muss... Das macht auch keinen Sinn. Das würde eventuell... auch keinen Sinn machen. Zumindest nicht in der Form. Da fehlen mir die ist schon nee. Oh, alles klar, ich habe nichts gesagt. Easy first try. So. Denn jetzt haben wir zumindest die Tür. Wir hätten natürlich auch wieder zurückgehen können, ist aber weniger interessant. So, dann folgen wir einfach mal dem Weg. Gucken uns hier nochmal ein bisschen um. Sehr schön gemacht, die Map, muss ich schon sagen. Dann haben wir hier noch mal eine Karte. Ach nee. Hier stand ich beim letzten Mal schon vor, als ich die erste Aufnahme getätigt habe. Und ich muss schon sagen, ich habe keine Ahnung, was mir diese Punkte sagen sollen. Also klar, diese hier, das sind halt die, wo ich rüber muss. Oder rüber sollte, vielmehr. Aber was ist dann mit den Weißen und den Schwarzen? Muss ich die voneinander trennen? Quasi, dass man hier anfängt, dann hier rum. Da. So. Und so? Oh, lol. Ja, anscheinend. Anscheinend war das richtig. Die Vermutung. Ach du Heilige. Also merken, auf der Linie die Punkte mitnehmen und die anderen... ja, was soll denn das eigentlich sagen? Schwarze von weißen Punkten trennen. Mhm. Schwierig. Was haben wir hier? Na nö. Aha. Soll mir das irgendwas sagen?
Das sieht aus wie eine Wolke. Also wie so ein Wolkenbaum. Oder muss ich eventuell von da oben durchs Fenster da reingucken? Hier haben wir den Baum. Nee. Kann ich mich eigentlich... Nee, ducken kann ich mich auch nicht. Also das war ja schon sehr verdächtig. Ansonsten... kann ich hier auch sonst nichts... Ich gehe nochmal da rein. Eventuell so. Wildes herumgeklicke. Ich denke nicht, dass das allzu akkurat sein muss. Naja. Wir kommen hier später nochmal wieder. Und gucken uns das dann nochmal an. Ich denke, eventuell fehlt uns da noch irgendeine Experience. Ärgerlich. Was haben wir denn hier? Aha. Ah, okay, hier wird uns jetzt das Prinzip vom Trennen der Punkte nahegelegt. Siehst du, wären wir nicht so ungeduldig gewesen? Beziehungsweise so entdeckungsfreudig? Hätten wir das hier erklärt bekommen. Mein Kopf setzt gerade komplett aus, weil ich gerade so komplett intuit bin. Moment, das ist falsch. Hier sollte ich eventuell aus dieser Richtung mal antanzen. So. Und nun muss ich... So. Prinzip verstanden. Okay. Aber dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Dabeisein. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt The Witness. Danke. Tschüss.